In diesem Video haben wir 5 verschiedene Osternest-Ideen für euch zum selber machen. Wir beweisen euch, dass Osternester vielseitiger sein können als Weidekörbchen mit Stroh. Diese 5 ganz unterschiedlichen Ideen sind alle mit relativ geringem Aufwand gemacht. Manchmal muss es sogar richtig schnell gehen und da empfiehlt sich diese süße Papiertüten-Variante. Falls ihr keine Papiertüten habt, natürlich könnt ihr auch die selber machen. Unsere Anleitung dazu findet ihr hier oben unter dem i. Die Ohren einzeichnen. Und zwar ungefähr von der Mitte bis an die Ecken der Öffnung. Nun diesen Mittelteil wegschneiden. Die Tüte mit dem Osternest füllen und unterhalb der Ohren zusammenbinden. Ein kleiner Wattebausch als Blume, also als Schwanz des Häschens, auf die Tüte kleben, Ohren noch etwas zurechtzupfen und fertig. Ähnlich einfach ist der Becherhase. Dazu brauchen wir lediglich einen einfachen Becher. Das kann ein Plastikbecher sein, ein Joghurtbecher wie bei uns oder ein Pappbecher. Wichtig ist, dass er unifarben ist, idealerweise weiß oder braun, also keine Muster oder Aufdrucke hat. Hasenohren aus dickerem weißem Papier ausschneiden. Und etwas kleiner aus rosa Papier oder Moosgummi. Jeweils 2 Stück zusammenkleben und so an den Becher kleben. Wenn ihr möchtet, könnt ihr noch eine kleine Nase auf den Becher kleben und Augen aufmalen. Den Becher mit Leckereien füllen und bereits ist Nest Nummer 2 fertig. Wenn ihr den Inhalt eures Osternestes gut sichtbar zeigen möchtet, dann eignet sich ein Glasnest sehr gut. Dazu braucht ihr einen Hasen, den ihr oben drauf klebt. Unserer war ein Deko-Osterhase. Ihr könnt aber zum Beispiel auch einen Gummihase von Schleich verwenden. Den Hasen mit Heißkleber auf den Deckel kleben. Sobald trocken, alles mit Farbe besprühen. Dabei darauf achten, dass ihr nicht zu viel Farbe auf einmal sprüht. Besser eine weitere Schicht sprühen, falls die erste noch nicht deckend ist. Gut trocknen lassen. Dann Glas mit dem Ostergras und dem Osternestinhalt füllen. Deckel drauf und voilà! Und sogar ein einfacher Eierkarton kann in ein tolles Osternest verwandelt werden. Einfach mit Ostergras, Süßigkeiten und Kleinigkeiten füllen. Von außen zum Beispiel mit einer schönen Stoffschleife und allenfalls Deko verzieren. Und schon ist auch dieses Osternest bereit zum Verschenken. Nun basteln wir noch dieses Körbchen und auch das ist wirklich schnell und einfach gemacht. Alles, was Sie dazu brauchen, ist dickeres Papier, Schere, Klebstreifen und allenfalls die Wäscheklammern, um das Geklebte zu fixieren, bis es trocken ist. Ich mache mein Körbchen aus einem A4-Papier, ihr könnt aber auch ein kleineres oder größeres Format wählen und auch quadratisches Papier funktioniert. Unser Papier müssen wir in 9 gleich große Felder falten.
das heißt der Länge und Breite nach jeweils in drei gleich große Streifen. Dazu die untere Kante nach oben legen und etwa da falten, dass dies und dies ungefähr gleich groß ist. Umdrehen und diese Kante bis zum Falz legen. Um 90 Grad drehen und das gleiche wiederholen. Nun schneiden wir hier, hier, hier und hier bis zum ersten Kreuzungspunkt der Linien ein. Bevor wir das Körbchen zusammenkleben, aus einem weiteren Stück Papier noch einen Streifen schneiden. Dies wird später ein Henkel. Nun zwei Laschen anheben und so das Körbchen falten. Je nachdem, wie fest ihr die zusammenschiebt, umso steiler wird die Seite des Körbchens. Mir gefällt es so ganz gut oder auch, wenn sich die beiden Spitzen genau berühren. Mit Klebestift fixieren und allenfalls Wäscheklammern zu Hilfe nehmen. Und vergesst nicht, die eine Seite des Henkels auch mit anzukleben. Dann umdrehen und auf der anderen Seite das gleiche tun. Körbchen füllen und fertig ist der fünfte Streich. Wir haben euch fünf total unterschiedliche Osternest-Varianten gezeigt und hoffen, das Passende oder die Passenden sind für euch und eure Liebsten mit dabei. Vielleicht das Häschen für die Kinder. Das Glas für die beste Freundin, das Körbchen für Mama? Schreibt uns doch in die Kommentare, welches Osternest ihr wem schenkt. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren für weitere Tipps und Tricks. Ja, vor kurzem haben wir ja die 7000 Abonnenten-Marke geknackt. Jetzt wollen wir es natürlich wissen und würden gerne die 10.000 erreichen. Danke für eure Unterstützung, frohe Ostern und bis zum nächsten Hack. Tschüss!